Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great Reset. Ich bin Walter von Rossum und heute geht es ums Geld. Was macht Geld mit uns? Ist Geld eine Lebensform? Und was ist los mit unserem Geld? Welche Alternativen gäbe es? Jeder kann Geld gebrauchen, ohne zu wissen, was Geld ist, befand Karl Marx. Das ist die Falle. Henry Ford hingegen erklärte, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Dann lösen wir mal eine Revolution aus und versuchen, das Geld zu verstehen. Ich darf Ihnen drei Experten vorstellen. Zunächst der Journalist Andreas Bangemann, Chefredakteur der Zeitschrift Humane Wirtschaft. Dann Ulrich Gaußmann, Autor des Buches The Great Reset: Alternativen in Wirtschaft und Finanzen. Und schließlich Tom Oliver Regnauer, der ist nicht nur Wirtschaftsberater, hat sich aber auch theoretisch mit unserem Geldsystem beschäftigt. Lieber Andreas Bangemann, warum ist unsere Geldordnung so schwer problematisch? Klar, das ist natürlich eine tiefgreifende Frage, mit der ich mich sehr lange schon befasse. Ja, die Problematik rührt vor allem daher, dass das Geld in unserem Leben natürlich eine sehr große Rolle spielt mittlerweile und wir auf der anderen Seite die Mechanismen dahinter weder genau betrachten wollen, sondern wir wollen das Geld einfach auch nur nutzen und auch nicht unbedingt verstehen wollen. Und da geht es aber dann auch schon los, dass die Definition von Geld im Grunde genommen, die gibt es nicht. Es gibt genauso viele Wirtschaftswissenschaftler, Menschen, Einzelmenschen, Ökonomen, Unternehmer, Einzelpersonen. Jeden würden sie fragen, was er unter Geld versteht, und jeder würde tatsächlich eine irgendwie anders gewichtete Antwort geben. Dem ist einfach so, und da braucht man eigentlich auch nicht weiter drüber nachdenken. Man muss jetzt, wenn man Fragen lösen will, sich der Thematik so nähern, dass man sich mal Fragen stellt, wie, welche Auswirkungen hat denn das Geld? Was passiert denn heute gerade um uns herum? Hat es die Grundlage individuellen Verhaltens oder spielen dabei Mechanismen eine Rolle, die der Einzelne gar nicht beeinflussen kann? Wenn man das jetzt unter dem Aspekt Lebensform, wie es ja auch so ein bisschen in der Ankündigung mitschwingt, betrachtet, dann ist natürlich, je intensiver Geld genutzt wird, umso stärker prägt es ein Leben und umso eher ist es dann eben, nimmt es eben auch eine Form an. Und da wir uns alle überhaupt dem nicht mehr wirklich verschließen können, außer wir gehen als Eremiten irgendwo in den Wald und versuchen dort zu überleben. Aber sobald wir es mit anderen Menschen zu tun haben, kommen wir an dem Thema nicht vorbei. Und deshalb ist die Annäherung auf zwei Weisen die richtige. Einmal die Frage zu stellen, was macht das Geld mit uns? Was habe ich ganz persönlich für eine Beziehung dazu? Aber auch dann die Frage zulassen, was gibt es denn eigentlich für systematische Grundlagen, systemische Grundlagen, denen wir alle ausgesetzt sind, und lässt sich an diesen etwas ändern? Und auf diese zwei Aspekte, die zu unterscheiden, da lege ich auch immer großen Wert drauf, insbesondere in Diskussionen, die oft emotional geführt werden. Was ist mit der These, dass dieses Geldsystem, was wir haben, immer zu größeren Verschuldungen führt? Es ist ein Schuldsystem. Das kann man ja auch sehen. Der Anwachs an Schulden ist unfassbar. Die USA haben im Moment 39 Billionen Schulden. Das ist fast ein Drittel des globalen Bruttosozialprodukts, also Inlandsprodukt, wie man sonst sagt. Zinszahlungen kosten jährlich 1 Billion Dollar. Unser Geldsystem funktioniert über Verschuldung, Uli. Stimmt das? Ja, unbedingt stimmt das so. Das hängt damit zusammen, dass man schauen muss, wie Geld produziert wird. Also da haben wir nicht mehr die Zeit, dass wir heute mit Goldmünzen bezahlen oder Silbermünzen bezahlen oder anderen Tauschgegenständen, sondern Geld hat da seine Form geändert im Laufe der langen Zeit, ist dann zu Papiergeld geworden und letztlich zu Buchgeld geworden. Also nur Zahlen auf einem Konto oder in einem Computer. Ich will mal ein Beispiel nennen.
2016 ist in Deutschland eingeführt worden, das Recht jedes Deutschen ein Girokonto haben zu dürfen. Das wurde damit begründet, dass man damit sonst nicht am wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen kann. Das gilt auch für Menschen ohne regelmäßiges Einkommen. Und auch mit der Begründung, man kann da gut nachvollziehen, welche Transaktionen passiert sind. Das, auf der anderen Seite ist es so, dass Banken, wenn man ein Konto hat und dort ein Guthaben hat, in der Regel in der Höhe eines halben Jahreseinkommens einen Überziehungskredit einrichten. Das war so die übliche Größenordnung. Und mit dem kleinen Guthaben zu dem großen Kredit, der dann gewährt wird, haben die Banken eine Grundlage, selber neues Geld zu schöpfen, also selbst Kredite herauszugeben. Und damit ist das die Geburtsstunde des Fiat-Geldes. Und so entsteht Geld dann auf elektronischem Wege und dann in immer größerem Maße und in dem Maße, in dem also Kredite und Darlehen hinter diese Geldschöpfung stecken, was ja nichts anderes ist es ja, wird Geld zur eigenen Ware. Also man kann Geld von dem Wert, der ursprünglich damit verbunden war, trennen. Also wenn ich 10 Kilo Kartoffeln habe, dann hat das einen bestimmten Preis. Der Preis ist Ausdruck des Wertes der Kartoffeln. Ich kann aber nicht 10 Kilo kaufen, sondern nur 10 Kilo Kartoffeln. Ich kann aber Geld kaufen und vom Wert trennen. Also dann kann ich Geld zu einer eigenen Ware machen, daraus wird Geldkapital. Und das in einem riesen Umfang. Du hast ja gerade schon Zahlen genannt. Wenn man sich Zahlen anguckt, des Welt-BIP, ich glaube, es liegt so etwa bei 100 Milliarden, 100 Milliarden, 100 Millionen. Billionen, ja, Genau, das etwa bei 100 Billionen. Und die Größenordnung der Derivate, das sind ja Kredite, oft Kredite, sind etwa 2100 Billionen. Also 100 zu 2000, jetzt ein paar Billionen rauf und runter, wollen wir nicht so kleinlich sein. Aber das ist die Größenordnung. Dem stehen keine wirtschaftliche Wertschöpfung entgegen. Das ist reine Luft. Das sind nur Kredite, die um die Welt gehandelt werden und dann auf Aktien, auf Anleihen, das sind hauptsächlich Staatsschulden, bezogen sind. Und das ist auch das Riesenproblem des gesamten internationalen Finanzsystems. Wenn es crasht, dann sind das die ersten Werte, also Geldwerte, die sich in Luft auflösen. Nochmal zur Verschuldung, Tom Oliver. Man sagt heute, in dem Preis eines Produktes stecken durchschnittlich circa 30% Kapitalkosten. Das heißt, das, was wir da kaufen, ist hergestellt auf Grundlage von Krediten. Und um die Kredite abzubezahlen, plus dem Zins von 5 oder 10%, die muss man dann der Ware zurechnen. Also, man könnte jetzt sagen, wenn man ein Auto kauft für 20.000 Euro, ohne Kapitalkosten würde das 14.000 oder was Ähnliches kosten. Also deutlich weniger. Ja, das ist der Mechanismus. Es führt ja dazu, dass Reiche immer reich werden und Arme immer ärmer. Ist das angelegt in dem System? Alle tun immer so überrascht, oh, die Schere geht so weit auseinander. Man könnte aber sagen, es ist so konsequent angelegt in dem System, wer Geld hat, bekommt mehr Geld. Das ist schon so, also mit normaler Arbeit und Sparen wird sicherlich niemand reich. Das ist einfach nicht mehr drin. Ja, das war vielleicht früher mal im gewissen Rahmen möglich, so dass man sich das Eigenheim tatsächlich mit einem Job erleisten konnte und vielleicht auch noch einen Urlaub und einen, ja, angemessenen Lebensstandard. Das ist ja heute schon gar nicht mehr möglich. Ja, das ist im Prinzip eine Illusion, in der man da lebt. Genau wie das ganze Finanzsystem, das wir heute oder das wir seit Bretton Woods haben, basiert ja eigentlich auch primär auf dem Fakt, dass man an das Geld glaubt. Ja, es lebt davon, dass die Leute das als Zahlungsmittel akzeptieren. Während Gold, eine Goldmünze hat einen greifbaren physischen Wert. Da ist das Material in der Hand, ja. Ich habe es und gebe es dann über den Tresen und kriege dafür Ware im Fall. Das Papier, auf dem ist nichts wert, ja, auf dem ich meine Euro- oder Dollarscheine verteile. Und zu der Frage, ich finde es exemplarisch, wenn man sich anguckt, wie sich das Finanzsystem in den USA entwickelt hat, denn da gab es im letzten Jahrhundert diverse ja, Entwicklungen, wo die Regierung ja im Prinzip mehrfach Position bezogen hat, verschiedene Präsidenten, und sich gegen das Zentralbanksystem oder das aufkommende zu Anfang des 20. Jahrhunderts Zentralbanksystem gestellt haben und klar darauf hingewiesen haben, dass das der Bevölkerung zum
Nachteil gereicht, weil im Prinzip dann die Steuerung der Finanzen des Landes in der Hand einer heute Wall Street Elite liegt, ja, einem kleinen Kreis der Top 1% oder 0,1%, die damit im Prinzip das ganze Land in der Hand haben. Ja. Wer gibt den schönen Spruch, ich brauche nicht die Politik eines Landes zu kontrollieren, wenn ich die Finanzströme eines Landes kontrolliere, kontrolliere ich das Land. Wir bei Manova möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank. Und genauso läuft es ja in den USA. Man sieht, dass es dann Pläne gab, eine staatliche Währung herauszugeben, die eben am Anfang war es ja auch noch goldgedeckt, ja, das wurde dann später aufgehoben von, ich glaube, Nixon in den 70ern war das, ne? Und die Zentralbank wurde, also die heutige Zentralbank in ihrer Form, begann ja erst vor dem Ersten Weltkrieg relativ pünktlich. Dann 1913 wurde die Federal Reserve gegründet. Und 1913 wurde auch die erste Einkommenssteuer in den USA verabschiedet. Also das waren zwei signifikante Veränderungen im bisherigen Leben, weil eine Steuer in der Form gab es vorher nicht auf das Einkommen und eine Zentralbank in der Form gab es auch nicht. Ja, da hatte man sich lange dagegen gewehrt. Und mit Bretton Woods wurde das System internationalisiert und mit der also das ist im Prinzip das, was wir heute in letzten Zügen sehen, diese aufgeblasene Turbokapitalismus-Bubble, die eigentlich 2008 mit dem Finanzcrash schon am Ende war und nur am Leben erhalten wird durch permanentes Gelddrucken. Die USA haben während der, ich glaube, ersten zwei Corona-Jahre so viel Geld hergestellt wie in den 240 Jahren zuvor gesamthaft. Ja. Das kann man sich kaum vorstellen, was aber eben auch versinnbildlicht, dass das Geld nichts wert ist. Ja. Und das System basiert auf Schulden, auf permanentem Wachstum, und es ist eigentlich ein Casino, ja. Und natürlich ist es, um zum Ende zu kommen, darauf angelegt, dass die Leute, die das Zentralbanksystem kontrollieren, und das ist nun mal die Bankenelite, die Hochfinanz oder wie man auch immer das nennen will, die internationalen, supranationalen Finanzinstitutionen à la JP Morgan, BlackRock, ja, die großen Player, die haben das System im Prinzip in der Hand und die bestimmen über hoch und runter. Und natürlich ist es eine Umverteilungsmaschine. Deswegen, man müsste ja annehmen, im Kapitalismus, das war das Versprechen, geht es irgendwann allen gut, wir erreichen einen Wohlstand. Ja, das war ja eine Weile lang auch mal halbwegs nachvollziehbar, Ich aber erinnere mich. wir sehen ja, in welche Richtung es geht. Und das sind zivilisationshistorische Zyklen. Man sieht, dass Systeme praktisch immer ähnliche Zyklen fahren und das Geldsystem seit Bretton Woods war darauf angelegt, von unten nach oben zu verteilen, über den Petrodollar die weltweite Kontrolle über das Finanzsystem zu kriegen und mittels Zentralbanksystem, internationalem Währungsfonds, Weltbank, Bank für internationaler Zahlungsausgleich, ein supranationales Konstrukt hin zu stellen, was jetzt eben das System ändern möchte. Dazu muss das Alte offensichtlich in sich zusammenbrechen, weil man geht in die Blockchain-Richtung, also man will digitales Geld. Und das geht eigentlich ja auch nur, wenn man uns dahin zwingt. Ja? Also, weil ich glaube, es gibt immer noch einen großen Teil der Leute, die Geld als Sparmittel, als Barzahlungstransaktionsmittel schätzen und die Freiheiten dessen auch, weil es noch eine gewisse Anonymität bietet. Deswegen steigen zumindest in der Schweiz, wo ich wohne, die Raten der Barzahlung seit 2, 3 Jahren permanent leicht. Und den Leuten ist das bewusst. Aber es ist, um die Frage zum Ende hinzubringen, die Antwort, ja, für mich ist das eine neofeudale Umverteilungsmaschine und es ist nur geschickter dargestellt, als es vielleicht in früheren Systemen der Fall war. Und das ist systemisch angelegt. Noch etwas ist systemisch, könnte systemisch angelegt sein, nämlich die Inflation, lieber Andreas Bangemann. Seit der Geburt, vor 25 Jahren hat der Euro nach offiziellen Angaben, das ist nochmal was ganz anderes, über 39% seines Wertes verloren. Tatsächlich ist die Inflation wahrscheinlich noch sehr viel höher. Gehört Inflation auch zu diesem Geldsystem, also permanenter Wertverlust? Ja, selbstverständlich. Der permanente Geldverlust, der gespürt wird von den Menschen, wenn sie an der Lebensmittelkasse bezahlen oder auch ihre sonstigen Bedürfnisse befriedigen müssen, der hat ja eine direkte Auswirkung auf jeden Einzelnen. Und
Der ist natürlich insofern systemisch verankert, mittlerweile viel komplexer als früher. Früher hat man alleine von diesem Warenkorb eigentlich ausgehend feststellen können, aha, da stimmt irgendwas mit dem Verhältnis Geldmenge und angebotener Leistung in der Wirtschaft nicht mehr. Also sprich, es gibt mehr Geld, als dafür Leistung zu kaufen ist, was eben die Preise in die Höhe treibt und dann eben die Inflation abbildet. Heute haben wir eine viel komplexere Situation und die ist darauf zurückzuführen, dass wir heute weltweit und insbesondere in den westlichen Ländern über ein Geldvermögen verfügen, das alles je Dagewesene übersteigt. Und je höher diese Geldvermögen sind und ihre Ansprüche werden, umso komplexer wird die Abbildung auf den einzelnen Märkten. Also wir leben seit, also es begonnen hat es eigentlich mit der Niedrigzinsphase, als wir von einer Inflation der Kapitalmärkte haben reden können. Da sind plötzlich die Indizes der Aktienmärkte in die Höhe geschossen. Da sind viele Assets, die eben dort gehandelt werden, einer Inflation unterlegen gewesen, zum Vorteil derjenigen, die sie gehalten haben, weil die Werte dieser Sachen sind eben enorm gestiegen. Das hat andere Auswirkungen jetzt gehabt im täglichen Leben. Das korreliert teilweise, je nachdem, um was für ein Asset sich da handelt, aber die Auswirkungen sind jeweils andere. Und wir haben jetzt einen ganz interessanten Aspekt der jetzt jüngeren Inflation, die so im letzten Jahr nach der Energiekrise begonnen hat. Da haben wir tatsächlich eine Inflation, die nicht direkt auf Geldmengensituationen zurückzuführen sind, sondern tatsächlich auf die Knappheit eines einzelnen Gutes, nämlich in dem Fall der Energie. Und die wiederum mit ihren Preiserhöhungen dazu geführt hat, dass durch die Bank weg natürlich alles teurer geworden ist, weil alles ist irgendwie energieabhängig, auch jede Lebensmittelproduktion. Und obendrauf gesattelt, jetzt je länger die Sache läuft, umso klarer wird es auch. Teilweise kommen da sogar schon von den CEOs klare Aussagen, dass das so stimmt. Die ganzen Gewinne, die jetzt eingefahren werden von den Energiekonzernen, die ja mittlerweile, ja, Monopol ist es nicht, aber ein Oligopol bestehen aus ein paar Unternehmen, die das Ganze kontrollieren. Die haben natürlich diese Energiepreissteigerung, die mal ihren Ursprung schon im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hatte, aber mittlerweile für sich auch umgemünzt und weiterlaufen lassen. Die staatlichen Programme, die da jetzt unterstützen sollten, den einzelnen Menschen, in dem sein Energiepreis gedeckelt wird, die haben eher noch dazu geführt, dass die Gewinnmitnahmen dann bei den Großen noch stärker ausgeprägt wurden. Und mittlerweile redet man ja sogar von einer Inflation, die damit im Zusammenhang steht. Also nicht jetzt mit der Energieknappheit, sondern mit den Gewinnen dieser großen Konzerne daraus. Also was ich damit nur sagen will, wir haben eine unglaublich komplexe Inflationssituation. Aber es ist natürlich im Zusammenhang zum Geld. Und bei mir überwiegt, deshalb möchte ich da auch noch etwas sagen zu Tom und aber auch zu dir, Walter, weil mir ist es immer ganz wichtig zu unterscheiden, die systemischen Faktoren und die handelnden Menschen. Also diese Wall Street, Finanzblase und so weiter, die natürlich eine unglaubliche Macht entwickelt hat in die Politik hinein und dadurch in in jedes einzelne Leben. Die ist natürlich von Menschen geprägt und getragen und die treffen Entscheidungen und die können uns oder tun uns weh und ihnen gut. Aber auf der anderen Seite basieren sie auf einer Grundlage eines Systems, das wir demokratisch verabschiedet haben. Verflechtung, Politik und Macht ist da im Spiel. Aber wir wären als Bevölkerung, als Menschen in der Lage, an diesem System etwas zu ändern. Natürlich mit den entsprechenden Gegenspielern, aber worauf hinaus will, ist, wir sollten diese beiden Bereiche unterscheiden und uns nicht so sehr darauf fixieren, Menschen, die an der Macht sind oder die Möglichkeiten haben, ihre Interessen durchzusetzen, zu bekämpfen, sondern vielmehr uns dafür einzusetzen, dass wir die Möglichkeiten suchen, die wir haben, um das System zu ändern. Weil ich sage, wir sind Menschen, die sich an unser
Umfeld anpassen. Wir sind in der Lage, darauf zu reagieren, wenn halt die Welt so ist, dass wir die Ellbogen brauchen, um Geld zu verdienen und möglichst viel auf der Seite haben müssen und mit Zins, Dividenden und sonstigen Gewinnen immer reicher werden und diese Möglichkeit alle nutzen, dann sind wir quasi fast gezwungen, da mitzumachen. Da hält man dann nicht dagegen. Und wenn ich jetzt will, dass der einzelne Mensch diese Schlechtigkeit, die da mitschwingt, ablegt, dann darf ich nicht an den Menschen rangehen, sondern muss mir die Frage stellen, was kann ich an dem Umfeld verändern, damit das Gute, das auch in jedem Menschen steckt, so wie das Schlechte, sich verändert. Ja, kommen wir ja gleich noch drauf. Wir suchen ja nach Alternativen oder nach, wie man was Besseres machen könnte. Noch eine kurze Frage, Andreas. Es gibt sehr fundierte Kenner der Wirtschaft, die sagen, das System hält nicht mehr lange. Also der Euro, überhaupt das ganze Weltfinanzsystem. Wie siehst du das? Also auch da bin ich immer etwas vorsichtig. Man kann immer hinschauen, wer sagt sowas und was hat er selber für einen Hintergrund. Also es gibt viel zu viele Crash-Propheten und wenn man deren Vita sich anschaut, dann weiß man, weil sie einfach in irgendeiner Weise aus diesen Ängsten, die sie da streuen, persönliche Interessen ableiten. Möchte ich unbedingt sagen, dass sie da gleich Geld mit verdienen wollen. Es geht um Renommee, es geht um was auch immer. Also es sind, spielen alle möglichen Dinge eine Rolle. Natürlich ist ein System, das auf der einen Seite immer stärker wachsende Geldvermögen hat, auf der anderen Seite die dazugehörigen Schulden, die auch direkte Auswirkungen auf die Menschen haben. Natürlich ist so etwas, weil es vor allen Dingen auf ein unendliches Wachstum programmiert ist, zum Untergang verschrieben. Also da geht kein Weg dran vorbei. Wann der eintritt und ob er überhaupt eintritt, hängt eben davon ab, wie wir heute damit umgehen. Ob wir das Steuer rumreißen oder ob wir einfach so diesem Fatalismus weiter nachgehen. Naja, wenn irgendwann ist es dann mal zu Ende und dann schauen wir mal. Der wird natürlich böse enden, wenn es denn dazu käme. Wir sehen jetzt schon die ersten Auswirkungen. Kriege sind nicht immer unbedingt etwas, was jetzt irgendwelche geostrategischen oder was auch immer Hintergründe hat. Da schwingen immer wirtschaftliche Gesamtsituationen mit. Das betraf alle großen Kriege der Vergangenheit und so ist es auch jetzt wieder. Und der Krieg bringt, müsste wieder ausgeglichen werden. Am Ende des Ersten, am Ende des Zweiten Weltkrieges gab es diese Diskrepanz zwischen Arm und Reich in dem Sinne nicht mehr. Da wurde egalisiert, wenn man so will. Und deshalb sind die Kriege natürlich Mittel, um solche Ungleichverteilungen zu beenden. Aber sie sind nicht ein Mittel, das eigentlich denkenden Menschen und fühlenden Menschen zugute spricht, sondern das ist etwas, wo man eigentlich sagen müsste, da müsste der Vernunft irgendwann siegen, die Vernunft irgendwann siegen und man zu Lösungen kommen, die das etwas besser im Griff haben, als das in der Vergangenheit der Fall war. Sag mal, lieber, du hast es schon ein bisschen angesprochen. Am Horizont dreut noch ein ganz anderes Problem mit unserem Geld. Man will das Bargeld abschaffen und durch digitales Zentralbankgeld ersetzen. Was wäre dann das Problem? Also das Problem ist die durchgängige Überwachung. Also wir haben eh schon einen sehr ja, paternalistisch übergriffigen Staat und ein System, das uns aufgrund der Smartphones und unserer Online-Aktivitäten im Prinzip durchleuchtet. Ja, meistens weiß schon Facebook mehr als der Benutzer, der das Tool benutzt, aufgrund der tausenden Merkmale, die speichern für Psychogramme etc. Also alle unsere Transaktionen sind im Prinzip jetzt schon sichtbar und wir sind schon die gläsernen Bürger, vor denen meine Eltern immer einen ganz, da war noch, früher war mal noch Demonstrationen wegen der Volkszählung, ja, erinnere ich mich. Und heute geben wir alle unsere Daten freiwillig ein, laden unsere Fotos vom Essen hoch und was weiß denn ich alles. Und wenn man jetzt aber die Kombination der Green Economy, also dieser Nachhaltigkeitswirtschaft, ja, und dem Drang CO2 als das große Übel des Klimawandels zu verringern anschaut, ja, da ist ja CO2-Tracking und CO2-Steuern und Kompensation, ja, das sieht jeder heute bei seiner Kreditkarte, wenn er Flug bucht. Das ist ja alles schon im Aufwind, ja, also man sieht, dass überall dieses CO2
Tracking-Raum greift. Wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich ein elektrisches Auto habe oder eins der neueren Modelle, das ist computergesteuert, ja, das ist Hightech, ich habe ein Smartphone und es gibt CO2-Tracking und eine Zentralbankwährung. Wenn die Dinge auf einem Wallet gekoppelt sind, so wie es die Europäische Union ja schon in den Raum stellt, ja, mit EID, elektronischem Ausweis, elektronischer Führerschein, elektronische Patientenakte, wenn man das alles in einer App auf einem Smartphone hat, hat derjenige, der die Technik kontrolliert, den Menschen komplett in der Hand und schränkt nicht nur seine Privatsphäre ein, sondern irgendwann im schlimmsten Falle, wovon immer auszugehen ist, leider auch seine Mobilität und den Zugang zu Nahrungsmitteln und den Zugang zum gesellschaftlichen Leben. Denn es kann durchaus sein, dass einfach die Supermarkttür zu bleibt, wenn das Smartphone signalisiert, dass der CO2-Abdruck zu hoch war oder der Tesla geht nicht an, weil das Smartphone schon weiß, dass ich letzte Woche irgendwie zwei Steaks gegessen habe und damit ist mein CO2-Level verbraucht. Ja, also das, weil die Leute zahlen ja dann auch gerne mit dem Smartphone, ja, Apple Pay und PayPal und alle diese Dinge. Die Kombination all dieser Dinge auf einem Gerät oder in einer Akte, ja, oder in einem Wallet, wie man dann sagt, das ist das Ende des selbstbestimmten Lebens und es ist das Ende der Privatsphäre. Und das lässt sich dann, wenn man das Bundesinnenministerium anschaut und die Smart City Agenda ja noch extrapolieren, da wird ja schon von also prädiktiven Wahlen gesprochen. Also man müsste eigentlich gar nicht mehr wählen, weil das Smartphone weiß schon besser, was man wählen würde. Das wird dann einfach automatisch abgestimmt. Das sind alles Dinge, die sich stark nach Technokratie anhören. Und das ist nicht ein bisschen mehr Digitalisierung, das ist ein Herrschaftsmodell, ja, und ein ziemlich totalitäres. Von daher die Zentralbankwährung in Kombination mit der elektronischen ID, also mit dem elektronischen Ausweis und das auf einem Smartphone, das ist so ziemlich das, also ich würde sagen, das ist das übergeordnete Ziel des Systems. Weil damit ist die völlige Transparenz hergestellt und viel wichtiger, die völlige Kontrolle des Individuums auf der Mikroebene, eben nicht nur in Meinungsblasen und Internetbubbles bei Twitter, wo ich dann das Narrativ steuern kann, was da diskutiert wird. Ich kann dann das Individuum fernsteuern und kann seine Mobilität, seine Kaufkraft und am Ende seine Freiheit einschränken. Auch sein Konto. Also man könnte jetzt Genau. einfach sagen, du wirst vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Siehe Bargeld Trucker-Protest. gibt ja. Trucker-Proteste Kanada, da war einfach das Konto eingefroren und da gibt es Leute, die haben bis heute noch nicht Zugriff auf ihr Bankkonto und das ist ihr Geld. Ja, also. So, jetzt haben wir eine Menge Gründe gesammelt, warum unser Geldsystem uns Sorgen machen müsste. Und darüber haben sich aber auch schon seit längerem einige Leute Gedanken gemacht. Uli, da gab es zum Beispiel einen gewissen Silvio Gesell. Dem deutsch-argentinischen Kaufmann kam nach dem Ersten Weltkrieg eine großartige Idee, nämlich. Jetzt soll ich einen Satz ergänzen. Ja. die Idee war eine Beobachtung, genauer gesagt, weil er zu der Zeit der Weltwirtschaftskrise sich in Argentinien aufgehalten hat, mit hohen Inflationsraten und den Geldverkehr, also den Umgang mit Geld, beobachtete und feststellte, ich vereinfache das jetzt mal, dass bei hohen Zinssätzen die Menschen dazu neigen, ihr Geld auf die hohe Kante zu legen, zu sparen oder zu horten, wie er sagt. Und bei niedrigen Zinssätzen eben das Gegenteil vom Konto zu holen und in den Konsum zu stecken. Und das wies darauf hin, dass es offensichtlich einen Zusammenhang zwischen Zinssätzen und der Umlaufgeschwindigkeit von Geld gibt. Ich hoffe, Andreas ist so richtig. Andreas ist viel profunder dazu, Auskunft zu geben, weil er ja immer die Zeitschrift Normale Wirtschaft, das ist die Hauszeitschrift quasi der Silvio Gesell-Gesellschaft, ja redigiert und leitet. Aber so ist etwa der Zusammenhang. Und das hat er schriftstellerisch bearbeitet. Daraus ist ein breites schriftstellerisches Tun entstanden und auch eine breite sozialreformerische Konzeption. Dazu gehört auch die Bodenreform, weil Silvio Gesell ahnte, wenn man Geld nicht mehr wenn man dem Geld den Vorteil nimmt, damit Zinsen erwirtschaften zu können, also den sogenannten Joker-Vorteil, sondern Geld nur eben zur Zirkulation oder als Wertmaßstab oder als Wertaufbewahrungsmittel zu gebrauchen ist, aber man damit eben mit Geld nicht Geld verdienen kann, nicht mehr. Dann flüchten die Geldbesitzer in andere Werte, flüchten sie in die Bodenwerte. Also muss das mit der Bodenreform verkoppelt werden und gleichzeitig gelöst werden. Das sind etwa die Grundzüge der gesellschaftlichen Dann Theorie. fragen wir doch den Andreas, was hat Ja. denn außer einer Theorie Gesell gemacht? Er hat
ja auch eine alternative Währung in Umlauf gebracht. Wie sah das aus? Also zum einen hat der Uli das gerade ganz schön grob zusammengefasst, was Silvio Gesell vor über 100 Jahren, das muss man vielleicht auch nochmal betonen, an Ideen entwickelt hat. Und nicht er selber, sondern Leute, die eben sehr begeistert waren von seinen Ideen, haben dann eben überlegt, was kann man denn da aus solchen Theorien in der Praxis daraus machen. Und eines und wahrscheinlich auch das Bekannteste, was da direkt daraus entstand, das ist das sogenannte Wunder von Wörgl, wo eben inmitten in der Weltwirtschaftskrise ein österreichischer Bürgermeister hergegangen ist und ein nach Gesell konzipiertes Geld für seine Stadt, für die Stadt Wörgl in Tirol entwickelt hat. Und es war so erfolgreich, ich glaube über 1,5 Jahre, dass da tatsächlich aus der ganzen Welt dann auch Wirtschaftswissenschaftler hingefahren sind und sich informiert haben, wie hat denn das funktioniert? Da ist eine kleine Stadt wie so ein gallisches Dorf, das der Weltwirtschaftskrise getrotzt hat und da tatsächlich Investitionen im Ort möglich gemacht haben, die überall anders unmöglich waren. Überall Wie hat das haben denn sie funktioniert, das Geld? zu Tode gespart. Naja, Uli hat es, glaube ich, schon in etwa erwähnt, dass der Grundgedanke von Gesell war einfach der, dass er das Geld den Gütern anpassen wollte, für das es eigentlich da sein sollte. Er wollte dafür sorgen, dass man Geld benutzt, so wie man, wenn man sich Kartoffeln kauft, die vielleicht eine Zeit lang einlagert, aber dann irgendwann kommen die auf den Tisch. Und dieser Anpassungsprozess bedeutete für ihn in der Umsetzung eben, dass man dem Geld einen Verfall zuordnet, so wie das alles andere, was man dafür kaufen kann, eben auch hat. Und dieser Verfall, da streiten sich jetzt die Geister drüber, wie hoch der sein darf, weil natürlich das, was man dafür verkaufen kann, jeweils auch ein ganz unterschiedliche Verfallsdaten hat. Aber um das vielleicht den Bogen dann auch zu unserer Zeitschrift, zu meiner heutigen Arbeit, ich lege mal ganz großen Wert darauf, dass diese Kernenergie die Kernidee von Silvio Gesell nicht etwas ist, was vor 100 Jahren vielleicht ganz okay war und die da in Wörgl, die haben das irgendwie gemacht, sondern da steckt eigentlich ein Quäntchen noch nicht umgesetzter Wahrheit drin, die heute aktueller ist denn je. Ganz einfach deshalb, weil wir diese vorhin in der Analyse besprochenen Situationen, die wir da beschrieben haben, heute wieder auf eine Art und Weise wiedererleben, wie das in diesen ganzen Krisen, worauf aufbauend ja auch damals Silvio Gesell seine Ideen entwickelt hat, das kehrt alles immer wieder. Und was heute noch erschwerend hinzukommt oder verstärkend für das Ganze ist, dass wir diese sogenannte Klimawandelssituation haben und die wiederum ja auch etwas zu tun hat mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften, die auch etwas damit zu tun hat, dass wir immer reicher werden, dass wir immer stärker, um eben die ganzen Kapitaldienste zu leisten, expandieren müssen, Ressourcen verbrauchen müssen. Und obwohl uns das, wenn man es genau nimmt, seit 50 Jahren bewusst ist, ne? Ich nehme das Datum der Grenzen des Wachstums vom Club of Rome, das ist jetzt über 50 Jahre schon her. Damals waren schon so die ersten Gedanken in die richtige Richtung gemacht worden, wo man einfach sagt, wenn wir so weiter wachsen, dann werden wir irgendwann auch ökologisch kollabieren. Heute sind wir da näher dran als je zuvor. Und jetzt kommt die Diskrepanz ins Spiel, dass wir auf der einen Seite immer größere soziale Probleme haben, die auch durchaus Ausdruck finden dann in kriegsähnlichen Situationen, ob das Bürgerkriege oder richtige Kriege sind, was wir ja alles gerade erleben, und eben diese Klimawandelgeschichte. Und dennoch führt es nicht dazu, dass die Dinge zusammengedacht werden. Und auf Gesell wieder zurückzukommen, da läge für mich heute eine Chance drin, wo man einfach sein bisheriges wirtschaftliches Denken mal öffnen könnte und sich Fragen stellen könnte, wie gelingt es uns, einerseits soziale Probleme dadurch zu lösen, dass wir ein immer weiteres Reichtums-Armutsverhältnis unterbinden und auf der anderen Seite zu weniger Ressourcenverbrauch kommen. Und Gesells Grundidee ist dazu geeignet, da
Meilensteine zu setzen. Es traut sich aus unterschiedlichsten Gründen da keiner ran. Viele verteufeln es einfach, Wirtschaftswissenschaftler, die sagen sich, das ist so ein Quatsch von vor 100 Jahren, brauchen wir nicht mehr, heute haben wir ganz andere Möglichkeiten. Ich sehe es aber nach wie vor als etwas an, was in der jetzigen Diskussion auf ein ganz neues, zukunftsweisendes Tableau gestellt gehört und einfach mal durchdacht gehört, inwieweit wir heute Dinge umsetzen können, die in seinem Ursprung tatsächlich mal auf die Idee Silvio Gesells zurückzuführen ist. Uli, kannst du noch mal konkreter erklären, worin bestand denn der Erfolg dieser neuen Währung, die da in Wörgl in Umlauf gebracht worden ist? Wie funktionierte das? Der Erfolg war immens und verblüffend. Ja, das ist so gewesen, dass über einen Zeitraum von 14 Monaten hat sich das abgespielt in Wörgl, ein Ort mit 4.000 Einwohnern, das ist die Größenordnung. Und Michael Unterguggenberger, der damalige Bürgermeister, der übrigens per Los bestimmt wurde, war kein Parteibürgermeister, hat dann mit seinem Gemeinderat diskutiert, was wir jetzt machen in der Weltwirtschaftskrise. Der hatte nämlich Gesell gelesen, Unterguggenberger, so ist der Zusammenhang. Und hat dann vorgeschlagen, dass die Gemeinde Wörgl Arbeitswertscheine herausgibt. Das muss man sich vorstellen wie Papierzettel. Wir kennen ja vielleicht noch aus der Kinderzeit, haben wir vielleicht auch mal Rabattmarken gesammelt. Und auf diesem Papierzettel klebte man jeden Monat eine Rabattmarke, die Geld kostete, also eine Marke. Das führt dazu, dass der Arbeitswertschein im Monat um 1% an Wert verlor. Einfach durch die Kosten, die er verursachte. Und das hat dazu geführt, wenn das keinen Sinn macht, das Geld, diese Arbeitswertscheine in dem Zusammenhang zu sparen, hat man sie ausgegeben. Nur mal die Größenordnung, man hat in Wörgl im Wert von 32.000 österreichischen Schilling Arbeitswertscheine in Umlauf gebracht. Das ist umgerechnet auf den Kopf der Bevölkerung 7 Schilling 59. Mehr war das gar nicht. Also ein vergleichsweise kleiner Betrag. Und da das nicht, man es eben nicht horten konnte, wie Gesell sich immer ausdrückte, da es keinen Sinn machte, was haben die Menschen gemacht? Sie haben es ausgegeben. Das heißt, sie haben erstmal ihre Schulden bezahlt, die haben zum Beispiel Grundsteuern bezahlt, man konnte den Handwerker damit bezahlen. Das hat auch dazu geführt, durch die Rückführung der Steuern, dass der Kämmerer der Gemeinde Wörgl, also für die Finanzen zuständig, ganz aufgeregt zu Unterguggenberger gelaufen ist und ihn alarmiert hat, da wäre so viel Geld auf dem Konto, ist wohl Betrug im Spiel. Jemand hat die Arbeitswertscheine kopiert. Und dann hat Unterguggenberger ihn aufgeklärt, dass das damit gar nichts zu tun hat, sondern einfach damit, dass das Geld flott gemacht wird und Beine kriegt. Weil die Gemeinde selber natürlich dieses Geld, für die galt ja der Verfall auch wieder ausgegeben hat. Das hat dazu geführt, dass in dieser kurzen Zeit, in der, wie gesagt, 14 Monaten eine Skischanze gebaut wurde in Wörgl. Ich glaube, die Kanalisation repariert wurde, Schule repariert wurde, die Arbeitslosigkeit sank, während sie weltweit stieg und so weiter. Das hat natürlich riesige Popularität gehabt. Ganze Legionen haben sich in Bewegung gesetzt. Etwa 100 Gemeinden waren interessiert an der Einführung dieses Systems. Andreas hat es ja schon gesagt, bis ins Ausland. Es gab eine Delegation aus Frankreich mit dem späteren Ministerpräsidenten Daladier, der sich dafür interessierte. Das hat selbst Eingang gefunden in die berühmte allgemeine Theorie des noch berühmteren John Maynard Keynes, der über Gesell auch 5 Seiten in der Theorie geschrieben hat und ihn positiv erwähnt hat, bis dann der österreichischen Nationalbank das zu bunt wurde. Die sahen natürlich ihre Fälle schwimmen und ihre Währungshoheit und das verboten haben. Es gab viele Versuche, das noch zu verhindern, aber es war nicht durchzukommen. Das war ja eigentlich klar. Dann endete dieses berühmte Experiment oder das Wunder von Wörgl 33. Aber es wurde fast mit Waffengewalt beendet, weil es so nicht nur in Wörgl so erfolgreich war, sondern auch von anderen Städten übernommen worden. Was ist jetzt das Geheimnis? Ist das Geheimnis nur das, dass Geld schneller in Umlauf gebracht wird, also schneller zirkuliert? Das Geheimnis ist der Wertverfall. Wenn dem Geld dieser sogenannte Joker-Vorteil genommen wird, wie Andreas eben sagte, dass man es nicht aufbewahren kann, wie alle anderen Waren irgendwie ihr Ende erreichen. Also Kartoffeln verfaulen, Mode wird unmodisch, Technik veraltet, Häuser müssen renoviert werden und neu gebaut werden und so weiter. Also alle Waren, auch Dienstleistungen, sind irgendwann am Ende ihrer Möglichkeiten, weil sie überholt werden von der Zeit. Bis auf Geld. Geld kann man, wenn man Bargeld hat, im Prinzip unendlich lange unterm Kopfkissen, im Kleiderschrank, auf dem Bankkonto oder sonst wo lagern,
ohne dass das an Wert verliert. Und dieser entscheidende Vorteil, dem nämlich diese Sparmöglichkeit zu nehmen, das ist der entscheidende Punkt. Denn damit hängt ja auch das zusammen, was wir diskutiert haben, nämlich unglaubliche Reichtum über die Zinsentwicklung natürlich. Und das war Gesells eigentlicher Punkt, dass er die Auswirkungen des Zinses sich anguckte. Was das macht damals schon, vor 100 Jahren. Und wenn man das löst, dann löst man auch das Problem, dass Geld gleichzeitig mit Macht verbunden ist. Ist eben nicht nur ein Tauschmittel oder ein Wertaufbewahrungsmittel oder ein Zirkulationsmittel, sondern Geld wird selbst zum Machtmittel und damit selbst zur Ware, was es ursprünglich gar nicht sein sollte, sondern lediglich ein Tauschmittel, um einen Preis festzulegen für den Wert einer Ware, wie immer dieser Wert auch sein mag. Und insofern das zu lösen und damit gleich sind wir bei der Machtfrage, die Geld natürlich bedeutet. Das ist die Ursache. Eugen Drewermann hat in seinem Buch Christentum und Kapitalismus den Vorschlag gemacht, dass man doch Folgendes machen könnte. Man könnte das aktuelle Wirtschafts- und Finanzsystem von zwei Seiten angreifen. Man könnte dem Geld den Joker-Vorteil nehmen. Und gleichzeitig in der Zirkulationssphäre und man könnte gleichzeitig in die Produktionssphäre eingreifen und dort sich um die Eigentumsverhältnisse kümmern. Wenn man diese Zangenbewegung ansetzen würde, Gesell auf der einen, Marx auf der anderen Seite, käme man dem Problem schon sehr viel näher, also der Lösung des Problems schon sehr viel näher. Das finde ich einen sehr interessanten Vorschlag, da vorzugehen. Ich glaube, es wäre auch an der Zeit, dass die Vertreter der Freiwirtschaftstheorie und die anderen, die damit jetzt angesprochen sind, sich doch mal zusammensetzen, ob nicht das eine Kette wäre, die man entwickeln können müsste, um der ganzen Problematik näher zu kommen und so ein bisschen aus der Nische zu kommen. Tim Oliver, ich weiß nicht, wie weit du dich auskennst damit mit Gesell und Wörgl und so weiter. Ich habe den Eindruck, das Ganze hat funktioniert, weil es in einem überschaubaren regionalen Rahmen zirkuliert. Jeder kennt jeden und das, also Geld setzt immer Vertrauen aus, voraus. Das hast du oder jemand anders vorhin ja schon gesagt. Und Geld funktioniert, weil es funktioniert. So einfach ist das. Und es funktioniert nicht mehr, wenn es nicht funktioniert. Aber das ist immer auch eine Sache des Vertrauens. Warum soll ich diesem 10-Euro-Schein jetzt hier glauben, dass ich damit was dafür was bekomme? Weil ich was dafür bekomme. Und ich denke immer, diese Sachen, die da in Wörgl geschehen ist, hat damit zu tun, dass es relativ kleine Verbände waren. Also wo Leute sich persönlich kannten. Und auch vom, also halb ländlich. Das mag sicherlich ein Faktor sein. Also das kann durchaus, also wie gesagt, Geld ist ein gewisser Glaube, ne, daran, dass du Kaufkraft hast, wenn du mit dem Stückchen Papier irgendwo hingehst. Ja, dass wenn das keine physischen Werte erhaltenden Münzen oder sowas sind, Edelmetalle oder so. Es gibt ja aber auch ganz viele. Also es gibt selbst bei Wikipedia gibt es eine Liste der Regional- und Kleinwährungen. Ja, die ist relativ lang. Da gibt es für Deutschland ganz viele Konzepte. Da gab es interessante Dinge wie Minuto. Ja, dann hat man im Prinzip die Stunde in 60 Minuto umgerechnet. Ja, und das entspricht etwa 30 Euro, glaube ich. Ja, und da gab es verschiedene Konzepte im Prinzip, weil am Ende ist das, was man da in der Hand hat, ist ja eigentlich Energie. Also ich habe in der Technokratiebewegung war es das Energiezertifikat. Ja, im Edelmetall brauche ich Energie, um das Ganze aus dem Boden zu holen und zu verarbeiten, um es dann nachher in der Hand zu halten. Und am Ende bezahlt man entweder für Zeit, Leistung oder für die Energie, die etwas zur Herstellung benötigt. Also im Prinzip, und da ist der Gedanke von vorhin richtig, dass das System hat den grundlegenden Fehler, dass es darauf ausgelegt ist, dass Geld in der Kapitalakkumulation immer mehr Geld produziert, ja, und dass man, wenn man es hortet, dass wenn man wirklich viel Geld hat, dass man dann Oligopole, Monopole aufbauen kann, dass man die Industrie konsolidiert und den Markt immer stärker nach oben konsolidiert. Das sieht man ja, also in der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Dekaden. Und ich glaube, dass es nicht unbedingt was nur mit diesem mit der Größe zu tun hat, weil zum Beispiel Alternativen wie Bitcoin sind global und groß, ja, leben aber am Ende doch von dem Glauben auch, dass 0 und 1 was wert sind. Ja? Also da ist ja im Prinzip gar kein physischer Wert mehr da. Es braucht nur Energie für das Mining, also für die Herstellung, Errechnung der Blockchain-Ketten. Von daher, ich glaube nicht, dass das der
ursächliche Grund ist, dass es diese kleine Einheit ist, weil ansonsten müssten diese Regionalwährungen, die ganz vielen, müssten auch reüssieren. Und viele von den Projekten sind aber einfach wieder eingestellt worden, nach 5, 10, 2 Jahren, was auch immer. Also die wenigsten haben sich lange erhalten. Das Einzige, was ich kenne, was wirklich lange funktioniert und was groß ist, ist in der Schweiz gibt es das Wir-System, WIR, Bank Wir. Die haben, glaube ich, 6 Milliarden auf dem Konto etwa, ja, an Assets und geben zinslose Kredite und so weiter. Aber mittlerweile auch Privatkredite, Hypotheken und so weiter. Also, aber das lebt im Prinzip davon, dass es ein geschlossener Kreislauf ist, wo Unternehmen sich gegenseitig in Wir-Punkten bezahlen und dadurch, dass sie so einen praktischen Kredit aufnehmen bei der Bank, ja, und dann dafür aber garantieren damit, dass sie in diesem Verbund sind und dann wiederum Leistung erbringen. Ja. Das ist ein Riesensystem mit 50.000 Teilnehmer, Filialen und jetzt eben auch seit ein paar Jahren im so Privatbanksektor. Und man kann jetzt auch via Punkte E-Banking betreiben. Also ist fast wie eine normale Bank. Ja. Und das ist ein System, was hier seit, ich glaube, 1953, wenn ich mich nicht täusche, 34. oder 1934 sogar, ja, läuft und funktioniert blendend. Ja, da ich hatte vor, meine Hausfinanzierung da zu machen, aber es kam dann anders. Aber das ist ein funktionierendes System und das ist groß. Also es ist schweizweit. Es sind auch nur 8 Millionen Leute jetzt im Vergleich zu irgendwie 80 plus Millionen in Deutschland, 85 Millionen. Aber ich glaube nicht, dass es die Größe alleine ist. Ich glaube, es ist das Modell. Es ist wahrscheinlich der Zins als Krux. Ja, und natürlich auch das Machtverhältnis, ja. Das Wir-System ist nicht darauf angelegt, dass der CEO Riesenboni von 20 Millionen einstreicht. Es ist nicht darauf angelegt, Banken aufzukaufen und immer größer zu werden. Darauf basiert nicht die Idee. Ja. Das ist das Konzept, so wie Bitcoin ein anderes Konzept ist, ja, oder Bezahlen mit Edelmetall, ja, ein anderes Konzept ist. Uli, seit Gesell hat man immer wieder diese Regionalwährung ins Spiel gebracht. Der Tom Oliver hat es ja angesprochen. Und es gibt, glaube ich, im Moment unglaublich viele, irgendwas wie 10.000 oder so weltweit. Und einer der erfolgreichsten ist der Sardex, also das auf Sardinien. Die gibt es jetzt seit 15 Jahren oder fast 20 Jahren. Wie kann man das erklären? Der Sardex ist, also zunächst zu den Zahlen, das stimmt, es gibt genaue Werte gibt es nicht, weil wir Tom Oliver ja sagte, sie vergehen, es kommen neue, es sind ungefähr 10.000 bis 15.000 Alternativwährungen, da sind aber die Kryptowährungen auch schon mit drin, zu etwa 160 nationalen Währungen, so ist ungefähr das Verhältnis. Was den Sardex angeht, das, wie der Name schon sagt, kommt aus Sardinien und ist eine Gründung der Krise 2011. 2011. 2007, glaube ich. Ne? Bitte? Achso, die Krise war 2007, ja, Ja, Entschuldigung. genau. Und also es hat mit Corona gar nichts zu tun, das wollte ich jetzt damit sagen, sondern ist eine Gründung von 4 Menschen gewesen, die zu der Zeit in Sardinien, also Italien ist ja sowieso wirtschaftlich und strukturschwach, Sardinien noch mal mehr, eine Idee hatten, wie sie also diesen Umlauf von Waren organisieren können, bei einer ganz schwachen Währung, also einer schwachen offiziellen Währung. Das war die Gründungsidee von Sardex. Das ist inzwischen eine AG mit 50 Angestellten. Der Sardex ist auf der Insel etabliert, sogar auf Teilen schon auf dem italienischen Festland. Und man kann den Sardex finden als Referenzprojekt sogar auf der Webseite der University of Yale, als die drücken sich aus, ich weiß nicht genau, als die intelligenteste oder innovativste Form der Entwicklung eines Alternativgeldes, also eines Komplementärgeldes. Das ist ein Beispiel, was ich für sehr überzeugend halte. Das Argument, dass das nur regional geht, weil man sich kennt, weil Geld Vertrauen voraussetzt und so. Ich glaube, das zieht nicht wirklich, weil es auch Gegenbeispiele gibt. Es gibt beides. Es gibt echte Regionalwährungen, die in einer Stadt, einem Ort oder einer Region auch kursieren. Und da gilt das sicherlich auch. Aber es gibt auch Währungen wie andere, wie zum Beispiel auch in der Schweiz gerade,
Le Mans am Genfer See, also die auf Blockchain-Basis gleich elektronisch aufgesetzt werden. Oder ich habe jetzt von einem gelesen, G1, glaube ich, heißt die Währung, ich weiß gar nicht genau. Es existieren, kommen auch ständig neue, in dem Sinne, die jetzt also keine wie Bitcoin Geldanlagemöglichkeiten sein sollen, sondern Tauschmittel sein sollen. Das ist ja die Unterscheidung. Und wenn man die elektronifiziert, dann ist natürlich das in jede Richtung ausweitbar. Dann hat es ja mit dem Ort nichts mehr zu tun. Dann kann man es in jede Richtung machen, wenn man die elektronischen Verbindungen kontrollieren kann und beherrschen kann, sodass sie nicht veränderbar sind. Dann kann man das natürlich schon machen. In meinem Buch habe ich auch mehrere Beispiele. Das geht auch für Holland zum Beispiel, wo die gesamte Bürgergesellschaft eben auch damit angefangen hat, eine eigene Plattform zu entwickeln. Mit Blockchain, eigene Kryptowährung, aber in dem Sinne als Tauschmittel zu programmieren und damit zu handeln. Wenn das in Holland geht, kann man das natürlich spielend einfach über die Grenzen ausdehnen und in anderen Ländern natürlich auch machen. Also es soll nur heißen, dass die, vielleicht kann man so sagen, die tatsächlichen Alternativwährungen wie Chiemgauer und auch Wirbank und so aus früherer Zeit haben eine neue Transformationsstufe erreicht, die sich anschließt an die Informationstechnologie von heute, nur richtig gewendet, nur richtig verwendet. Dass der entscheidende Punkt ist, wer hat Zugriff darauf? Wie transparent ist es vor allen Dingen, wie durchsichtig, wie nachvollziehbar und wie, in dem Sinne, wie auch, wie demokratisch ist es eigentlich, damit es seinen Zweck auch erfüllt. Uli, du hast in deinem Buch ja zahlreiche verblüffende Beispiele, also für Leute wie mich, ich kannte davon natürlich sehr wenig, Beispiele von alternativen Finanzmodellen, Geldmodellen beschrieben. Welches beeindruckt dich am meisten? Also so einen richtigen Favoriten, muss ich sagen, habe ich gar nicht dabei. Die haben alle was für sich und sind auch alle unterschiedlich. Was sie gemeinsam haben, und das vielleicht, das hat mich auch fasziniert, sie haben alle die Gemeinsamkeit, dass sie nicht die Möglichkeit bieten, es aufzubewahren und damit Vermögen anzusparen. Das ist die Gemeinsamkeit aller dieser Komplementärwährungen. Es dient dem ursprünglichen Zweck von Geld, Tauschmittel zu sein. Gleichzeitig ist Geld ja auch ein Preis, drückt einen Preis aus. Was das Brot kostet, drücken wir im Preis aus, also in Geld aus, nicht im Wert, der noch eine ganz andere Sache ist. Und es zirkuliert eben auch, wenn man Kredite und solche Dinge hat. Das ist das Gemeinsame. Und das ist alles total unterschiedlich. Ich habe aber nicht den Anspruch, dass ich das da erschöpfend oder umfänglichst aufgearbeitet habe. Das sind exemplarische Fälle, die sehr beeindruckend sind, wenn man sie nicht kennt. Wenn man sie nicht kennt. Jetzt stecke ich natürlich schon länger im Thema drin und beobachte das sehr genau, was sich weiterentwickelt. Aber selbst die zeigen ja schon, was möglich wäre, wenn wir uns etwas vornehmen. Was wir uns wünschen können, können wir auch wollen. Es gibt ja auch bei dir Beispiele, da geht es dann gar nicht mehr um Geld, sondern nur noch um Tausch. Das hat mich verblüfft, dass das ganz rege und munter funktioniert. Aus meiner Sicht oder nach deiner Beschreibung sind das auch natürlich eher ländliche oder regionale Tauschbörsen. Wie funktionieren die? Also Minuto wäre, glaube ich, so ein. Ja, zum Beispiel Minuto, das ist jetzt mit eine Verbindung zwischen Zeit und Leistung. Also beispielsweise ein ganz einfaches Beispiel, ich biete eine Leistung an, ich pflege den Garten für 2 Stunden. Eine Stunde sind 60 Minuten und bei Minuto ist es auch 60 Minutos, also wären es 120 Minutos und 60 Minutos wären die 30 Euro mit einem Index, was sich ein bisschen verändert, ungefähr umgerechnet. Also es hätte einen Wert heute für uns in 60, im Wert von 60, im Preis von 60 Euro, nicht im Wert, sondern im Preis von 60 Euro. So, dann gibt es so etwas wie einen Schuldschein, also eine Schuldverschreibung eigentlich, das kann man am Computer ausdrucken. Ist ganz einfach. Der Konstantin Kirsch hat das alles super gemacht. Da schreibt man seinen Namen rein, da schreibt man rein, welche Leistung man anbietet, mit welcher Zeit. Und das kann man dann jemandem geben, der das benötigt. Und dafür bekomme ich auch wieder mit Minutos, im Idealfall zum Beispiel über eine halbstündige Physiotherapie als Beispiel. Jetzt brauche ich aber keine Physiotherapie, dann könnte ich das weitergeben an jemand anders und so läuft der Tausch. Das setzt eine größere Zahl von Beteiligten natürlich voraus. Wenn ich jetzt die berühmte Schraube für einen Ölwechsel brauche, die kaputt gegangen ist, dann kriege ich die vielleicht da nicht, dann muss ich ja doch wieder im Baumarkt fahren. Natürlich, aber
Minuto zum Beispiel ist inzwischen übersetzt in 16 Weltsprachen, in die 16 Weltsprachen, ist weltweit verbreitet. Ich habe den Konstantin Kirsch gefragt, der kann selber nicht sagen, wie viele Nutzer das eigentlich sind. Es sind Abertausende weltweit. Ist doch ganz erstaunlich, ist doch ganz erstaunlich, wie sich das über die Grenzen verbreitet, wie so eine Wolke, die weiterzieht, und dann dort und dort und dort ist. Das ist das Ergebnis der elektronischen Möglichkeiten. Das wäre vor 100 Jahren nicht möglich gewesen, also ohne Internet zum Beispiel. Wie hätte man davon erfahren? Durch Zufall, durch eine Zeitung, durch Briefe, also sehr umständlich und aufwendig. Und das geht eben ruckzuck, wenn man das über solche Wege macht, wenn man es richtig macht. Das Umgekehrte geht auch. Hat ja Tom Bolivar angesprochen mit dem digitalen Zentralbankgeld. Das ist die Dystopie. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Man könnte aber dasselbe Werkzeug auch anders verwenden, wenn es die richtigen Leute in der Hand haben. Warum denn nicht? Die Technologie als solche ist erstmal neutral. Ist ein Werkzeug, um sie einzusetzen. Und siehe da, man kann es. Ich bin verblüfft. Ich habe das ja gelesen in deinem Buch und hätte das nicht für möglich gehalten, dass das so einen Erfolg hat. Und dass es auch funktioniert. Andreas, wie siehst du das? Tauschbörsen, das klingt für mich so ein bisschen ja, vormodern oder. Ja, also was heißt das? Das sind ja Vereinbarungen, die Menschen untereinander treffen und da sind sie doch frei in ihren Bestimmungen. Und wenn sich Menschen zusammentun und so etwas organisieren, dann finde ich das prinzipiell erstmal gut und durchaus modern. Vielleicht moderner, als der ein oder andere sogar wahrhaben will. Vielleicht nochmal die Brücke schlagen zwischen den Ideen von Silvio Gesell, die ja beruhen auf dem Geldsystem, auf funktionierender Währung und so weiter. Also ein bisschen weg von diesem Tauschgedanken und sowieso ganz vermeintlich ganz weg von dem Gedanken, was zum Beispiel gerade im linken Lager der Marxisten oder sowas ja immer noch präsent ist, zu einer Geldlosigkeit zu kommen. Dass also eine Wirtschaft funktionieren kann, ganz ohne Geld. Da sind wir natürlich meilenweit von entfernt, aber nehmen wir mal zwei Szenarios, die mir spontan da einfallen, wo man sich da vielleicht auch wieder reinversetzen kann, dass es zwangsläufig durchaus auch mal passieren muss. Nehmen wir mal an, die Titanic ist, als auf den Eisberg gelaufen ist, haben sich dann doch noch 1.000 Leute retten können und sind auf einer einsamen Insel gelandet, die so weg vom Schuss ist, dass sie gar keiner kennt und da die auch nie keine Aussicht besteht, dass da je irgendjemand hinkommt. Jetzt müssen die sich zusammenraufen. Die werden ja garantiert nicht als erstes sich Gedanken darüber machen, welches Geld sie haben wollen, sondern sie werden dafür sorgen, dass sie alle überleben. Und da werden sie sich zusammentun, werden darüber reden, wer kann was, was haben wir, was finden wir hier vor, was hat es für Ressourcen. Und wenn das überhaupt je dazu kommt, dass die sich über Geld unterhalten, dann zu einem Zeitpunkt, wo alles andere schon über Jahre, Jahrzehnte hinweg geregelt ist. Eine ähnliche Situation, Raumschiff Enterprise. Da sind über ewig lange Zeiten die Menschen an Bord eines kleinen Raumschiffes. Ja, wir wissen ja aus einzelnen Folgen, da gibt es ja auch schon lange kein Geld mehr. Da ist auch alles anders geregelt worden. Da gibt es eine Episode, wo tatsächlich Leute aufgetaut werden, die viele Jahre zuvor sich haben einfrieren lassen. Und da ist ein Broker dabei, der ja, seine erste Frage: Wo ist ein Telefon? Ich muss mein Finanzamt anrufen, weil ich bin jetzt der reichste Mensch der Welt. Der hat ausgerechnet 300 Jahre Zins und Zinseszins. Ist eine tolle Folge, die deutlich macht, was passiert, wenn in einer Welt, wo schon lange kein Geld mehr gibt, plötzlich einer kommt, der es wieder einführt? Silvio Gesells Idee ist dazu geeignet, dass die Dinge sich entwickeln können, dass also eine Geldwirtschaft, die heute nicht mehr wegzudenken ist, weil wir internationale Verflechtungen haben, sich aber koppeln kann mit regionaler Initiative, die wieder geldloser wird. Weil nehmen wir es mal genau, das Geld ist immer tiefer in unsere Privatsphäre eingedrungen. Heute unterhalten sich oft Mütter nicht mehr darüber oder tauschen sich darüber aus, wer fährt heute die Kinder zum Kindergarten, sondern die bezahlen sich gegenseitig dafür. Da kommt Geld ins Spiel in Situationen, wo es das früher nicht gab. Da war Nachbarschaftshilfe etwas, das fu funktionierte auf anderen Ebenen. Und ganz langsam ist das Geld überall eingesickert. Das hat verschiedene Gründe, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber Gesells Idee ist dazu geeignet,
nach seiner Einführung die Dinge wieder so ein bisschen zu verschieben, es wieder interessanter zu machen, in Gesprächen mit meinem direkten Umfeld über Tauschsituationen zu reden und das Geld nach und nach herauszulassen mit dem zusätzlichen positiven Effekt, dass Ressourcen gespart werden. Dazu bringe ich dann immer so ein Beispiel aus meiner Nachbarschaftsgeschichte, die ich aus Süddeutschland noch kenne. Da bin ich ganz überrascht gewesen, lauter relativ viele Einfamilienhäuser, ganz wenige Mehrfamilienhäuser in einer Straße, in einer Gegend, wo es von November bis März Schnee gibt. Da hat tatsächlich jeder Haushalt hat sich eine motorbetriebene eine Schneefräse gekauft. Und morgen sind die so nacheinander angegangen. Dann habe ich mir überlegt, und habe ich damals schon, haben die um die 1000 Euro gekostet, so ein Ding. Wieso kauft man da nicht eins und redet drüber und dann wird es in irgendeiner Form untereinander verteilt? Nein, da hat jeder ein Ding gehabt. Und dann natürlich noch der eine größere als meiner hat, was weiß ich, wie viel PS und der macht viel mehr und so weiter. Situationen, die wir heute nachvollziehbar im Kapitalismus auf allen Ebenen, dieses Denken haben wir auf allen Ebenen. Das ist natürlich unterfüttert mit immer mehr Geld und Kapital, das zur Verfügung steht und das uns auch in unserer Lebensweise verändert hat. Aber es hat eben hinausgedrängt, dass wir menschliche Komponenten haben, die uns eigentlich dabei helfen würden, uns im Gespräch mit den anderen ganz anders zu organisieren. Und Gesells Idee ist dazu geeignet, das Geld aus diesen Bereichen wieder schrittweise herauszubringen und solche Tauschüberlegungen, die man auf eigentlich als einfach nur so eine soziale Entwicklung darstellen kann. Gar nicht mal so drüber nachgedacht, dass da ein reziprokes Tauschen stattfindet, sondern einfach nur über ganz vernünftige menschliche Gespräche. Mensch, heute mache ich dies, heute mache ich das, heute nehme ich mal das Gerät, ich pflege das morgen dafür und so weiter. Dinge, die in der Form alle nach und nach aus unserer Gesellschaft so herausfließen, könnten dadurch wieder zurückgeholt werden. Und das ist für mich ein großer aktueller und auch ein großer Zukunftswert, der in solchen Geld- und durchaus auch Eigentumsreformen, wie der Uli das angedeutet hat, liegen würden, die eben Silvio Gesell in seinem Hauptwerk auch mitentwickelt hat. Vielleicht noch eine Ergänzung kurz, Entschuldigung, eine Ergänzung. Ich glaube, während man, wie soll ich sagen, das utopische Ziel einer Gesellschaftsordnung ohne Tauschwert noch erst formulieren müsste, wie das aussehen könnte, das ist ja noch weit hin, also ohne Geld, eine Gesellschaftsordnung ohne Geld, wenn man das müsste man erst noch mal formulieren. Man könnte aber quasi als Zwischenschritt eine quasi Geldform etablieren, die den Tausch erleichtert, aber die private Anhäufung, Akkumulation von Geld verhindert. Das ist relativ einfach zu machen. Man könnte sich vorstellen, auf elektronischen Plattformen, die es ja auch reichlich gibt, auch mit dieser Art von anderem Geld, ein Verfallsdatum einzuprogrammieren. Nicht wie in Wörgl noch mit Marken, das ist heute ein bisschen antiquiert und überholt, wird ein Verfallsdatum einprogrammieren und das Geld, was einfach nicht benötigt wird, dann verfällt, wie ungenutzte Flugmeilen. So, natürlich gehen bei allem sofort die Alarmglocken hoch. Wer macht das? Ja, wer programmiert an meinem Geld rum, dass das verfällt? Das würden wir dann machen. Das muss eine offene Community sein, das muss transparent sein, durchsichtig, kontrolliert sein und so weiter. Das ist alles schon klar. Aber das wäre ein Zwischenschritt, um das möglich zu machen, dann, dass die enge Verbindung zwischen Geld als Zirkulations-, Aufbewahrungs- und Wertmaßstabsmittel wieder zurückgeführt wird auf das, was es war und getrennt wird von der Möglichkeit privater Akkumulation und Machtbildung, die damit unmittelbar zusammenhängt. Das ist eigentlich die Scheidelinie, um die es geht. Ich hatte Ende vergangenen Jahres ein Gespräch mit Michael Ballweg, dem finsteren und meistgesuchten Querdenker. Und dann hat er mir zum Abschied erklärt, ich kann dich jetzt hier nicht gehen lassen, ohne dir ein Bitcoin-Wallet auf dein Handy einzurichten. Bitcoin-Wallet, das ist eine Art digitale Geldbörse. Das hat er dann in einer knappen Minute auf meinem Handy installiert und dann hat er noch gesagt, übrigens, der Bitcoin steigt nächstes Jahr auf das Doppelte. Das Gespräch war im Dezember
Und da, jetzt haben wir März, da hat er sich geirrt, der ist schon fast auf Dreifachen gestiegen. Es ist ein Wahnsinn. Viele IT-Experten wie Ballweg und das schwören auf Bitcoin. Tom Oliver, wie ist es bei dir? Das muss man aus zwei Perspektiven sehen. Also erstens mal ist die Idee natürlich gut, ein Peer-to-Peer-Zahlungssystem zu etablieren. Also ich kann dir Geld schicken ohne den Mittelmann, ja, die Bank, und das Kartell, das sich da immer was wegnimmt oder uns dabei beobachtet, was wir tun. Also das ist erstmal eine grundsätzlich gute Idee. Dann muss man aber auch sehen, wo wir da real sind, ja. Und der Bitcoin hat als so anarchokapitalistische IT-Nerd-Bewegung angefangen. Ja, das war, da war immer dann von Freiheit die Rede und von Privatsphäre. Tatsächlich haben auch viele Leute die Illusion, dass das Privatsphäre garantiert. Das ist aber überhaupt nicht so, ja. Man kann genau gucken, wie viel Geld aus den USA in die Ukraine geflossen ist, wenn man sich die Wallets anschaut. Da gibt es Analysen, da sieht man diese horrenden Summen, ja. Und also die Privatsphäre, das ist schon mal das eine, das ist so nicht gegeben. Zum anderen, Bitcoin ist in der Menge nicht skalierbar auf die Gesamtbevölkerung der Welt. Ja? Also ich glaube 2140 oder so wäre der letzte Bitcoin gemeint aus heutiger Sicht, so irgendwie was. Das muss also Institutionen geben, die das brokern. Also du musst im Prinzip schon irgendeinen Anbieter haben, der im Prinzip Kredite oder irgendwas, ja, Versprechen, Papier, irgendwas auf Bitcoin gewährt und das ganze Ding so skaliert, dass es weltweit einsetzbar wäre. Das funktioniert also so nicht. Und was noch viel schlimmer ist, die Verhältnisse der Kapitalakkumulation sind bei Bitcoin schon genau die gleichen wie im Fiat-Geld. Ja? Ganz wenige Leute haben die meisten Bitcoins alle. Und was dabei noch zu beachten ist, dass in den letzten Jahren immer wieder Kryptobörsen gehackt wurden oder das Geld verschwand. Ja? Dann haben sie US-Justizministerium hat 50.000 Bitcoins irgendwo konfisziert bei Silk Road auf so einer Darknet-Plattform, die einer gehackt hatte. Ja? Und das hat ja einen entsprechenden Wert. Damals waren es 3,4 Milliarden US-Dollar. Und jetzt guckt man sich an, dass wiederum bei Bitcoin eine kleine Menge von sogenannten Wahlen, also so nennt man die Großinvestoren oder Holder, die das besitzen, die können im Prinzip ja dadurch, dass sie verkaufen und kaufen, den Preis diktieren. Ja? Also, und wenn ich dann noch mir anschaue, dass die US-Regierung schon Unmengen von Bitcoin besitzt, dass JP Morgan, große Unternehmen jetzt langsam da kommen, ja, Assets anbieten, dass BlackRock, Larry Fink hat vor einer Woche Bitcoin als mit Gold verglichen, das World Economic Forum spricht die letzten 2 Tage irgendwas von Net Zero Mining, ja, also man könnte klimaneutral Bitcoin Mining betreiben, also die Herstellung, die sehr rechenleistungsintensiv ist, dann muss man sich schon fragen, inwieweit das noch ein freiheitliches Instrument ist. Die Idee selbst ist gut, das Konzept ist gut, Peer-to-Peer-Zahlung wäre super. Leider sind wir aber schon längst an dem Stand, wo Bitcoin institutionalisiert wird. Und es gibt ein interessantes Interview von Whitney Webb, das geht über 2 Stunden, das heißt die Bitcoin-Kolonialisierung. Ja? Da sieht man dann auch, wie diese ganzen digitalen Währungen oft nicht das sind, was sie, es gibt ja Hunderte, ja? Also die oft überhaupt nicht das sind, was sie versprechen. Also die meisten sind überhaupt nicht transparent. Privatsphäre, sondern Garant, sondern total transparent. Viele wie Cardano oder XRP, Ripple und so Zeug, die Firmen arbeiten mit der US-Regierung zusammen, mit den Institutionen, mit den Banken. Das ist schon so institutionalisiert, dass man am Ende davon ausgehen muss, dass möglicherweise, nachdem der Petrodollar so langsam an Bedeutung verliert global, das internationale Finanzsystem ein anderes Reserve-Asset sucht, also ein Reserve-Asset. Und man könnte sich gut vorstellen, dass das was Digitales ist, könnte der Bitcoin sein, ja? Dass zum Beispiel irgendwie im Hintergrund das dann als Reserve-Asset verwendet wird. Von daher sehe ich das mit sehr gemischten Gefühlen, ja, weil das Konzept war super. Die anfängliche Community hatte eine tolle Idee. Wie üblich wurde freiheitliches Gedankengut usurpiert, von Institutionen unterwandert und wird jetzt von BlackRock und World Economic Forum angepriesen. Und letzter Punkt, diese ganzen Stablecoins, es gibt ja verschiedene, also es gibt verschiedene CBDCs, es gibt verschiedene Kryptowährungen, es gibt verschiedene Blockchains, es gibt aber auch diese Stablecoins, die dann zum Beispiel an US-Dollar gebunden sind. Ja, und diese Unternehmen, das muss man sich anschauen, was Tether oder Ethereum und große Unternehmen machen,
ja im Prinzip das Gegenteil von freiheitlicher Grundordnung implementieren. Und es wird nicht so laufen, dass die Regierung hingeht und plötzlich anfängt, Zentralbankwährungen rauszugeben. Dann müssten die sich ja an Verfassungen halten und wären viel enger gebunden an einen Rechtsrahmen. Das wird man wie bei der Zensur machen und bei Cancel Culture. Man wird das privaten Unternehmen unterlassen und dann wird man eben die Bank of America Coin und die JP Morgan Stablecoin, die an den US-Dollar gebunden ist, in die Bevölkerung bringen, so wie auch die Schweizer Nationalbank einen digitalen Franken hat und der digitale Euro kommt. Das wird man einfach als CBDC im privaten Sektor belassen, weil man Was ist dann wieder CBDC? digitales Zentralbankgeld, Central Bank Digital Currency. Wenn das digitale Zentralbankgeld nicht von der Zentralbank kommt, kann man es nämlich viel leichter instrumentalisieren. Siehe Tech-Konzerne, die dann auf Geheiß der EU den Debattenraum auf Plattformen zensieren für Sagbares und Nichtsagbares. Und von daher, da könnte ich eine Stunde lang einen Vortrag drüber halten, aber die Idee, wie gesagt, ist super. Ja, ich sehe das aber momentan eher als Spekulationsobjekt, weil der Preis von wenigen bestimmt wird und von heute auf morgen um 100% fallen oder sinken kann. Von daher ist das, wenn man Geld übrig hat für irgendwas, nett zum Rumspekulieren, ja, oder man kann auch reich damit werden tatsächlich, wenn man da jetzt 100.000 drin hat und morgen verdreifacht sich der Kurs, ist super, ist schön. Wenn ich aber eine langfristige Anlage suche, dann würde ich mich doch noch eher ans Edelmetall wenden, weil das historisch bedingt gezeigt hat, dass das A länger hält, Garant ist für Werterhalt und vor allem behält man das im Besitz. Ja? Also ich glaube ehrlich, ich habe nicht das Gefühl, ich besitze was, wenn ich eine lange Kette aus Zahlen irgendwo auf einem Wallet habe. Ja? Und der komplette digitale Raum kontrolliert wird und ich dessen nicht mächtig bin. Ja? Herr Oliver, ich wünschte, du wärst mein Anlageberater. Jetzt frage ich aber, der Michael Ballweg ist ja alles andere als doof und alles, was du gesagt hast, wird ihm auch mehr oder weniger bekannt sein. Warum? Für ihn ist das, das hat er mir auch gesagt, das Wichtige, dass es dezentral ist und dass sozusagen Menschen da nicht reinfunken können. Und jetzt mangels eigener Kenntnisse über Bitcoin zitiere ich jetzt nochmal den Finanzexperten Mark Friedrich, der schwört auf Bitcoin, hat auch gerade darüber ein Buch geschrieben und sagt, Bitcoin ist das demokratischste Geldsystem, das die Menschheit jemals gesehen hat. Eine sichere, dezentrale, deflationäre, zensurresistente und grenzenlose Währung. Ja, Mit Bitcoin haben wir zum ersten Mal ein Geldsystem, das Staat und Geld trennt. stimmt. Ja, also Das stimmt. das sehe ich auch nicht so. Ich habe das Gefühl, da machen viele Leute auch einfach Geld mit dem Hype. Ja? Und damit lässt sich ja auch Geld verdienen, indem man dann Wallets anbietet, Services drumherum baut, etc. Ja, also ich bin da sehr skeptisch und wie gesagt, ich finde diese Peer-to-Peer-Idee gut, ja, aber wenn man Privatsphäre will, nimmt man lieber Monero. Das ist nämlich tatsächlich deutlich Privatsphäre schützender als Bitcoin. Und wenn man was langfristig halten will, ja, und krisensicher, dann würde ich doch eher auf was Physisches setzen, denn sollte es tatsächlich irgendwie zu kriegerischen Handlungen kommen, es braucht auch nur einen Sonnensturm und irgendwie einen größeren EMP, ja, also mal einen Ausfall des Netzes, dann bin ich mal gespannt, ob Herr Ballweg an der Tankstelle für sein Bitcoin noch mit der Handpumpe sich 50 Liter Benzin pumpen kann. Ich kann das für mein 1 Gramm Gold dann schon. Von daher, für Krisenzeiten und siehe Ukraine, wo die Leute, die das Smartphone hat, die Dia-App, wenn ich mich da erstmal beim Staat biometrisch für mein Smartphone identifizieren muss, um dann mein Wallet aufzumachen, oder beim Laptop, um mein Hardware-Wallet anzumachen, was ich extern habe und dann anstöpsle, dann wird es nämlich schwierig, weil wenn ich dann sagen wir mal, kritische Inhalte auf Twitter poste und die Datenbank erkennt das, kann ich mich vielleicht nicht mal mehr bei meinem Drittanbieter anmelden. Also von daher in Krisen, also für Krisenzeiten ist das für mich nicht das Richtige. Das Konzept war gut, aber die Community und die Vordenker sind mittlerweile auf einem institutionellen Kurs und die Großbanken und BlackRock und Co. haben sich schon längst darauf gesetzt und werden das Ding in Beschlag nehmen, so wie sie bisher alles in Beschlag genommen haben. Von daher kann ich das momentan echt nur als Spielzeug sehen und nicht als langfristig ernstzunehmende Alternative. Blockchain wäre das, aber dann müssten es auch mehr Leute nehmen und Peer-to-Peer-Wert austauschen und das passiert nicht. Genau. Ich bin dafür, Andreas.
Entschuldigung, ich bin da völlig bei Tom Oliver. Ich will nur eins ergänzen. Es gibt natürlich auch eine Neuentwicklung in Europa, die Einrichtung einer supranationalen Kontrollbehörde, AMLA, abgekürzt, die jetzt gerade beschlossen wurde und jetzt in Zukunft bei der EZB in Frankfurt aufgebaut wird, die eine Totalkontrolle wegen, so heißt es, Geldwäsche und Drogengeldern sicherstellen, also verhindern soll. Aber es betrifft nicht nur die, sondern es betrifft alle. Und darin enthalten sind auch die Kryptos. Also natürlich auch die kriminell verwendet werden, aber eben auch alle anderen. Ja, und die Behörde wird umfassendste Durchsuchungs-, Kontroll- und auch Sperr- und Verhinderungsmechanismen bekommen, die genau das dann wahrscheinlich umsetzen werden, was Tom Oliver eben andeutet, was ja auch schon auf Praxis ist, aber dann eben legalisiert mit einer eigenen supranationalen EU-Behörde. Davon kann man ausgehen, dass das vielleicht 2, 2,5 Jahren der Fall ist, wenn die Behörde steht. Und dann gibt es dann im europäischen Raum und dann wird es das bald auch woanders geben, eine umfassende Kontrollbehörde, bis hin zu Grenzübertritten und so weiter, Hausdurchsuchungen, Beschlagnahmen und so weiter mit drakonischen Strafen sind alle in dem Gesetzentwurf drin. Also ich kann nur raten, sich das mal anzugucken. Das ist nicht das Reich der Freiheit, aber es gibt Möglichkeiten, da auszuweichen und eigene Communities aufzubauen und das selber auch zu konzipieren auf höchstem technischen Niveau. Das gibt es schon. Also mit Kryptowährungen im Allgemeinen oder mit Bitcoin? Mit Blockchain, also Mit es der Blockchain. wird immer Blockchain gleich Bitcoin gleichgesetzt. Das hat miteinander erstmal gar nichts zu tun. Das war zwar die erste Anwendung für Blockchain, aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich sehe Bitcoin und die der Tradition stehende, genauso wie Tom Oliver, das sind für mich Wolkenkuckucksheime mit einem inneren Wert von null, absolut manipulierbar und setzen das eben nicht um, was ursprünglich mit dem White Paper mal versucht wurde. Aber die Blockchain-Technologie als solche, die kann man dafür nutzen, als transparente Buchführung, nachvollziehbar unter den Bedingungen, wie wir sie alle skizziert haben, der Kontrolle der Peer-to-Peer-Netzwerke und so weiter und so weiter. Das kann man, das passiert ja auch schon. Das passiert ja schon. Es gibt tatsächlich etliche Beispiele, wo das schon umgesetzt wird. Aber das hat mit Bitcoin und Kollegen nichts zu tun. Das auch nicht. Und Blockchain vielleicht als Addendum, weil die wenigsten Leute das wissen, eine Videoplattform wie Odyssey basiert auf der Library-Community und das ist auch Blockchain. Wenn ich da ein Video hochlade, erzeugt das ein Blockchain-Code, der ist nicht mehr zensierbar, der ist einmalig, der ist gesichert. Ja? Wenn da nicht irgendwie ich einen Fehler mache, dann ist das zensurresistent. Ja? Also Blockchain als Technologie ist was komplett anderes als jetzt die darauf basierend programmierten Zahlungsmöglichkeiten, ja, da gab es dann, da muss man sich mit der Technologie befassen. Das ist ein bisschen tiefgängiger dann eben. Dann gibt es bei Bitcoin auch noch Segwit und verschiedene Forks, ja, also wann sich das dann aufsplittet aufgrund der Nummernkreise und hast du nicht gesehen. Ist relativ komplex, ja, wenn man, also nicht keine Raketenwissenschaft, aber Blockchain gleich Bitcoin und ich brauche ein Wallet. Das ist das, was da gerne in Büchern verkauft wird, ja, und als Allheilmittel angepriesen für die finanzielle Situation, in der wir uns befinden oder auf die wir uns zubewegen. Das ist für mich Bauernfängerei. Das ist nicht seriös. Andreas, hast du auch noch mal zu Bitcoin vielleicht was Gutes zu sagen? Da bin ich beim Das Falschen Wichtigste gelandet. ist, na, was heißt das? Heißt, ich will das jetzt nicht. Also, das Wichtigste ist gesagt. Tom und Uli haben eigentlich alles gesagt, was dazu gesagt werden kann. Ich kann noch ein bisschen was ergänzen, dass. Zum Beispiel ich weiß nicht, ob es jetzt tatsächlich schon wieder ein Allzeithoch hat, aber dieser Wert, der wird in Dollar berechnet. Das heißt, das ist eine unmittelbare Verknüpfung. Und ich möchte ja jetzt nicht wissen, was, wenn man solche, ich sag mal, Kriegsszenarios oder Stromausfälle oder sowas, wie schnell da der Wert in den Keller sackt, weil man eigentlich ja nichts hat, mit dem man tatsächlich tauschen gehen kann. Ich habe jetzt keine Statistik vor Augen. Irgendwann hatte ich mich mal damit befasst. Damals war es so, ich denke, das ist heute auch noch so, dass echter Austausch von Leistungen, der mit Bitcoins bezahlt wird, marginal ist. Wenn Bitcoins Nix. hin und her fließen, dann nur aus Anlagegründen, aus Asset, da einer tauscht gegen den anderen, der verkauft dafür etwas. Und dann gibt es ja dieses berühmte Hodl, das möglichst lange halten, um dann eben was zu haben,
eine Preissteigerung, die in Dollar berechnet wird. Also hier ein Ersatz an die Wand zu malen, da sind wir ganz weit von entfernt. Also die beiden Dinge bleiben miteinander verknüpft und da kommen wir wieder zum Thema daran glauben. Solange genügend Menschen daran glauben, dass in dem Bitcoin ein Wert ist, der erhalten bleibt, werden sie darin investieren. Aber ich möchte die Situation mal sehen, wenn dieser Glaube, aus welchen Gründen auch immer, mal beginnt zu schwinden, dann sind wir ganz schnell an dem Punkt. Ich glaube, 2011 habe ich das erste Mal über den Bitcoin was geschrieben, oder war es sogar schon ja vorher? Ich glaube, es war 2011, da war der Kurs 30 Cent eines Bitcoin. Ja. Man müsste sich auch nur vorstellen, die Bank of America oder JP Morgan verkauft morgen im Wert von 5 Milliarden Dollar Bitcoin. Der Preis geht in den Keller und am nächsten Tag kaufen die für 5 Milliarden Dollar Bitcoin. Man sieht, wie das dann läuft. Also sobald das so konzipiert ist, dass man es halten muss oder halten kann, auf Wertsteigerung hofft, haben wir wieder das Machtproblem und die Akkumulationsprobleme. Deswegen ist ein nicht zinstragendes und Direktzahlungsmittel ist durchaus sinnvoll, aber nicht in der Form, wie das Bitcoin ist und auch nicht, indem wir unser Geld, das 0 und 1 ist, auf einem Smartphone haben, wo dann praktisch jede Sekunde, glaube ich, 1000 Pings nach Big Tech Valley geschickt werden und alles transparent ist. Also das hat mit Letzte Frage. Letzte Frage. Zwei Szenarien. Also der Euro oder das globale Finanzsystem crasht. Das ganze Geld ist nichts mehr wert. Oder das andere, das digitale Zentralbankgeld kommt. Also dann, wo die Überwachung dann wirklich katastrophal wird. Was macht ihr dann? Auf was weicht ihr aus? Habt ihr... Wer fängt an? Was? Wer soll anfangen? Also ja. Du! Ja, gut. Also ich habe noch die glückliche Situation, dass ich in der Schweiz wohne und es gibt den Franken. Ich wusste, das ist die Falle. Ja, du kommst wieder. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dann nachher langfristig verhält. Also das kann natürlich, wenn es global bergab geht, kann das natürlich hier auch die Währung in Beschlag nehmen. Dafür hat aber dann wiederum die Schweiz Backup-Szenarien etc. Also hier um die Insel, da muss man weniger sorgen. Tatsächlich, wenn ich jetzt aber an meine Eltern denke oder an Freunde oder jemand, der noch in Deutschland lebt, ja, und man ist im Euroraum oder irgendwo im Euroland. Also ich setze auf physische Anlagen, die ich selbst kontrollieren kann, ja, wo ich meine Hand draufhalten kann, die ich in den Rucksack nehmen kann und damit irgendwo hin. Ja, das ist für mich ein Wert, den ich sehe, den ich habe oder über den ich verfügen kann. Das ist, was für mich Wertanlage bedeutet. Ja. Nicht ein schickes Auto und auch nicht irgendwelchen anderen Kram, aber einfach physische Wertanlagen. Und was ich denke, dass es wichtig wäre, ist, dass die Leute einsehen, dass eine gewisse Vorratshaltung, ja, nicht irgendwie Panikmache ist oder Prepper-Kram aus Amerika, ja, darüber die Leute wurde immer gelacht. Es ist tatsächlich sinnvoll, wenn man 4 Wochen Essensvorrat hat. Ja. Das kann ja nur Pumpernickelbrot, ein paar Konserven sein, aber man sollte schon auf den Fall vorbereitet sein, dass nicht mehr unbedingt im Währungssystem, sondern dass diese Cyberpandemie, von der immer gesprochen wird, mal kommt, weil ich möchte sehen, was in der Stadt los ist, in einem Ballungszentrum, wenn mal der Bankautomat eine Woche nicht geht, die Zapfsäule nicht geht, der Supermarkt zubleibt, weil die Kassensysteme nicht gehen, dann wird es da ungemütlich. Und dann ist schon gut, wenn man zumindest mal sich vielleicht 2 bis 3 bis 4 Wochen zu Hause rustikal ernähren kann. Ja? Das muss ja dann kein Luxusessen sein, aber so ein bisschen Vorratshaltung halte ich durchaus für sinnvoll. Und dann das Dritte und Letzte, man muss aufhören, sein Leben am Geld zu orientieren. Wir sind Homo Consumens und dann, wie mein vorheriges Buch hieß, Homo Demens. Wir rennen permanent der Möhre nach immer mehr und besser. Und das ist so ein eigentlich völlig kranker, entmenschlichter Lebensentwurf. Man muss das schätzen, was man hat. Ja? Und wenn man nicht viel Geld hat, dann ist das Leben deswegen nicht schlechter. Ich hatte mein Leben lang kein Geld und ich hatte ein super glückliches Leben. Teilweise besser als dann mit einem guten Job später. Ja? Und das hängt nicht vom Geld ab. Man muss das entkoppeln. Ja? Das Selbstwertgefühl, die Lebensfreude, das Lebensglück ist nicht abhängig von Geld. Das ist mal die Grunderkenntnis des Lebens, muss eigentlich mal sein, dass man sich aufs Leben konzentriert, ja, und nicht auf den Bildschirm
und auf Ansammeln von Besitztümern, weil am Ende besitzt einen der Besitz. Man besitzt nicht die Besitztümer. Man ist getrieben von seinem Besitztum. Ja, das Besitz belastet. Deswegen lieber weniger und das Richtige und sich auf die wichtigen Dinge, die wirklich wichtigen, konzentrieren. Das erklärt vielleicht, warum ich so wenig belastet bin. Andreas, wie würdest du reagieren, also auf so einen Crash und oder wenn dieses digitale Zentralbankgeld kommt, was wirklich eine Aufforderung zur Flucht ist? Wie immer in meinem Leben möchte ich fast sagen, ich habe es immer geliebt, spontan reagieren zu dürfen, mir in meinem Leben mir nicht meine Möglichkeiten einzuengen, sondern sie immer in gewisser Weise offen zu halten, dass ich ganz viele Varianten habe. Und was ich aber gemacht habe, und das würde mir dann zugutekommen, ich habe mir ein, ich sag mal, Beziehungsnetz aufgebaut. Ich habe mir Eigenschaften selber angeeignet, Können angeeignet, das mir in einer solchen Situation, und das meine ich mit dieser Schaffung von Voraussetzungen, garantiert helfen wird, zu überleben. Ich glaube, dass ich total unabhängig sein kann von Geld oder irgendwelchem materiellen Besitz, alleine auf Basis meiner Beziehungen, ich hab Kinder, ich habe Enkel, ich hab Familie, und all das habe ich versucht, immer bestmöglich zu pflegen und zu hegen, weil ich genau weiß, dass Beziehungen eigentlich das Lebenselixier sind. Und das ist, wie auch Tom das schon richtig gesagt hat, ein Leben auf Geld aufzubauen und auf allem, was damit zusammenhängt, das ist kein Leben, sondern das ist ist eine, da schafft man sich eine Abhängigkeit, die letztlich zu nichts anderem gut ist, als in Angst zu verfallen, was passiert auch, wenn ich dies oder jenes verliere. Je stärker man sich an irgendetwas klammert, das außerhalb von einem liegt, das materiellen Wert zu haben scheint, umso sicherer ist es, dass man von Angst und Sorgen getrieben wird. Und Angst und Sorgen und Kummer und so weiter, die machen das heute nicht besser, aber garantiert das Morgen schlechter. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass ich da manchmal, ich liebe es sogar immer, auf neue Situationen kommen zu dürfen. Ich würde jetzt mir nicht wünschen, in so eine Situation, weil das, was du beschreibst, ein Crash, Zusammenbruch von Währungen, das ist ja nicht so, dass das irgendwo als eine Nachricht zu uns hereinkommt und naja, gut, jetzt ist es so, oh hoppla, Geld scheint nichts mehr wert zu sein. Nein, das wird begleitet sein von furchtbaren äußeren Umständen, von Krieg, Gewalt, Zerstörung, Leid. Es wird nicht einfach nur so irgendetwas crashen, sondern da werden die Begleitumstände ganz, ganz furchtbar sein. Und uns vielleicht mal abzuschließen, so ein Menschen, im Rahmen meiner Zeitschriftenarbeit kriege ich tatsächlich auch Anrufe, wo mich Leser dann fragen, Mensch, die schreiben immer ihre Autoren schreiben immer so schlaue Sachen zum Thema Geld. Das hat wirklich einer mal konkret so gesagt, ich habe da 100.000 Euro und jetzt überlege ich mir, wie ich die anlegen soll. Da habe ich damals eine mir unbekannte Person, die hat einfach nur die Zeitschrift gelesen und hat daraufhin hat gedacht, ich bin dann vielleicht auch ein guter Anlageberater. Was ich natürlich nicht bin und es auch sofort gesagt habe, ich sage, ich kann. Aber so wie Sie mir das jetzt nahe bringen, habe ich gesagt, dann empfehle ich Ihnen, weil Sie haben jetzt einem wildfremden Menschen gesagt, dass Sie 100.000 Euro haben, womöglich haben Sie die auch noch zu Hause liegen, dann würde ich Ihnen als Geldanlage empfehlen, einen Nahkampfkurs, Waffen und einen Stacheldrahtzaun. Weil sie werden das, was sie haben, in so einem Fall, dass das alles kaputt geht, dringend beschützen müssen. Habe ich natürlich provozierend gesagt und ihm dann aber auch im nächsten Schritt gesagt, dass solche Denkweisen im Grunde genommen ihm nicht dabei helfen werden, die Zukunft zu meistern, sondern dass es wirklich darum geht, über Geld und über das, was es in unserem Leben bedeutet, auf der einen Seite, aber eben auch, und das ist ja meine Intention, meine Arbeit, sich um die Grundlagen dessen, wie es unsere Wirtschaft organisiert, zu kümmern und im Rahmen seiner Möglichkeiten politisch Einfluss zu nehmen. Weil diese Geldsystemänderungen nach Silvio Gesell und also womöglich auch Eigentumsänderungen sind ein Prozess, den wir nur alle gemeinsam leisten können.
so schön Regionalwährungen, Insellösungen sind, die wir uns schaffen können, indem wir unser eigenes Umfeld gestalten, wenn da draußen dieses falsche System, nenne ich es jetzt mal einfach, dieses zu erneuernde System weiter wirkt, dann bleiben das Insellösungen, die immer umgeben sind von dem, was alle nach wie vor stärker beeinflussen wird. Deshalb, wie gesagt, also ich halte mich selber da jetzt nicht für jemanden, der sich da groß Gedanken machen muss, weil ich mich auf mich selbst zurückgefallend glaube, auch eine solche Sache meistern zu können, mal abgesehen davon, dass ich natürlich nichts daran ändern könnte, wenn im direkten Umfeld furchtbare Dinge passieren. Die dann das Dumme ist nur, dass das Finanzsystem, das Geldsystem grundsätzlich nicht zur Wahl steht. Also insofern über den parlamentarischen Weg wird das einigermaßen schwierig. Uli, noch ganz kurz, wie würdest du reagieren auf einen Crash oder wenn du einen Ausweg suchst aus dem digitalen Zentralbank? Ich glaube, dass ich einen Weg gefunden habe. Was ich in den letzten Monaten erlebt habe, da mit dieser meiner kleinen Schrift, welche Menschen ich kennengelernt habe, welche Netzwerke ich kennengelernt habe, welche Initiativen ich kennengelernt habe, was schon etabliert ist. Das ist unglaublich. Bin da völlig tiefenentspannt, was das angeht, was mich persönlich angeht, auch mein näheres Umfeld, dass wir immer Lösungen finden würden. Da kann eine Wall Street crashen, was da crasht. Davon bin ich gar nicht betroffen, sondern hat Tom ja auch gesagt, Netzwerke aufbauen in die rein. Man kann auch Geld anlegen in solchen Initiativen, bei der Regionalwert AG, bei Menschlich Wirtschaften kann man Genossenschaftsanteile kaufen, ist sofort in der Community mit ein paar tausend Leuten zusammen und Vernünftigen, das kann man machen. Ich behaupte ja, dass die Revolution der Menschlichkeit schon längst begonnen hat, weltweit, schon längst begonnen hat. Wir müssen uns aus der Gefangenschaft befreien, das ist der entscheidende Punkt dabei. Und was den Geldbesitz angeht, als Fetisch, als was mich beherrscht, will ich gerne mal zum Abschluss, ich habe das heute mal rausgesucht, nur einen Satz von dem großen John Maynard Keynes zitieren. Der schreibt da, die Liebe zum Geld als Wert in sich wird als das erkannt werden, was es ist, ein ziemlich widerliches, krankhaftes Leiden einer jener halbkriminellen, halbpathologischen Neigungen, die man mit Schaudern den Spezialisten für Geisteskrankheiten überlässt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich auch nicht. Ich danke euch sehr. Es war sehr aufschlussreich. Es gibt noch viel mehr Alternativen, die haben wir gar nicht besprochen. In Ulis Buch kann man die nachlesen. Ich bin hinten rüber gekippt, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, wie viel schon unterwegs ist, anders zu wirtschaften und mit Geld anders umzugehen oder Geld vielleicht zu ersetzen. Das ist hochinteressant. Lieber Andreas Bangemann, tausend Dank. Lieber Uli Gaussmann, lieber Tom Oliver Regnauer. Auf ein nächstes Mal. Danke dir. Tschüss. Tschüss.